Hallo, liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maiwald, herzlich willkommen. Nach unserem kleinen Social-Media-Urlaub sind wir nun wieder da mit einem Werkstattrundblick. Was es alles zu sehen gibt, erfahrt ihr direkt nach diesem kleinen Intro. Maiwald. Klaviere und Flügel. Herzlich willkommen in der Werkstatt der Klavier- und Flügelgalerie Maiwald. Und wir stehen hier vor einem 110er Grotrian-Steinweg-Klavier, das wir auf den letzten verkauften S-Flügel in Zahlung genommen haben. Das Klavier wird aktuell durchgearbeitet, komplett gereinigt, reguliert, gestimmt. Und von außen müssen wir mal gucken, ist ein bisschen verblichen. Da werden wir noch sehen, was wir damit machen. Mal gucken, ob es weiß oder schwarz wird, ob wir es neu in Nussbaum lackieren. Mal gucken. Jetzt gucken wir mal, was der Daniel macht. So, hier sind wir beim Daniel angekommen. Daniel reguliert gerade die Mechanik dieses wirklich sehr, sehr alten A-Flügels. Und wie ihr sehen könnt, ist dieses Mechanikgestell hier komplett neu bestückt. Neue Hebeglieder, neue Hammerstiele, Hammerköpfe, alles original. Steinweh natürlich, neue Fänger, sämtliche Klaviaturfilze neu. Das arbeitet Daniel gerade aus. Hier seht ihr noch den bezogenen Flügel mit einer nagelneuen, originalen Steinwehdämpfung. Wie ihr jetzt auch sehen könnt, sind die Dämpferköpfe inzwischen nicht mehr aus Bobinga, sondern aus Ahorn. Wirklich schön. So, das macht der Daniel gerade. Feinarbeit, alles nach Steinweh-Standards und Vorgaben. Dafür ist unsere Werkstatt ja bekannt. Als Steinweh-Vertretung geben wir uns allergrößte Mühe, die Instrumente so original und gut wieder herzustellen, wie es geht, damit dann anschließend der Kunde auch einen entsprechenden Werterhalt hat. Jetzt geht's weiter zu unserem Meister. So, hier stehen wir vor einem Steinweh C-Flügel, den wir vor einigen Jahren mal komplett überholt haben, der jetzt viel gespielt worden ist. Der gehört der Universität Herdecke und die Spedition hat den Flügel abgeholt, nachdem wir einen Kostenvoranschlag unterbreitet haben. Ist jetzt komplett gereinigt. Der Meister hat jetzt gerade eben die Dämpferlade komplett ausgepustet mit Hochdruck, baut die jetzt, glaube ich, wieder ein, wenn alles so richtig ist, wie ich das meine. Und dann anschließend wird die Dämpfung wieder eingebaut. Die Mechanik ist noch nicht. Wir gehen mal eben kurz hier rüber. Hier sehen wir die Klaviatur. Die ist also auch nur leicht überarbeitet. Das spricht komplett gereinigt, ausgepustet, alle Filze gereinigt. Klaviatur ist überpoliert. Der Tastenbelag, die Tastenseiten sind gereinigt. Die Mechanik, bei der Mechanik werden noch die Hammerköpfe abgezogen. Dann wird das Ganze wieder miteinander verschraubt und dann ebenfalls im Flügel ausreguliert. So, hier stehen wir jetzt vor einer Mechanik, die wir gerade überholen. Ebenfalls ein Steinwehflügel, ein Modell O180. Und aus den 60er Jahren. Hier sehen wir schon, die sind komplett aufgeschraubt, die neuen original verleimten Hammerköpfe, Hammerstiele, Kapseln, Röllchen, alles neu, original Steinweh Hamburg. Hier sehen wir die originalen Hebeglieder. Hier sind die Polster erneuert worden auf den Hebegliedern und unter den Hebegliedern sind auch die Sattelpolster erneuert worden. Die waren also halt auch stark eingespielt. Der Rest des Hebegliedes ist noch in Ordnung, die werden noch nachgraffitiert. Und dann anschließend auch unter dieser Hammerköpfe wieder drunter geschraubt. Und dann ist die Mechanik auch schon wieder fertig für den Einbau und für die Ausregulierung. Also auch der Flügel geht seines Weges. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gebt uns einen Daumen nach oben. Das war mal wieder ein kleiner Rundblick. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Ruft uns gerne an unter der 02307 12 12 5. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!